Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Kampf gegen Kriminalität im Internet ist für die Ermittlungsbehörden eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dazu gehört auch ein entschlossenes Vorgehen gegen pädophile Straftäter. Die im Netz Jagd auf die Schutzlosesten unter uns machen unsere Kinder. Ich bin deshalb sehr froh, dass der Bundesgesetzgeber mit diesem Gesetzentwurf zwei wichtige Verbesserungen umsetzt. Zum einen die eingeführte Versuchsstrafbarkeit beim Cybergrooming, zum anderen die Zulassung der sogenannten Keuschheitsproben. Das ist eine Initiative und eine langjährige Forderung aus Bayern. Kinderpornografisches Material wird im Netz vor allem in geschlossenen Gruppen verbreitet und ausgetauscht. Die Täter wissen, dass unsere Ermittler selbst keine kinderpornografischen Inhalte hochladen dürfen. Das haben sie genutzt und genau das als Eingangskontrolle verlangt. Mit dem Ergebnis, unsere Ermittler kamen in diese Foren nur sehr schwer hinein, sie wurden leicht enttarnt. Das wird nun anders. Denn durch dieses Gesetz können verdeckte Ermittler sich durch computergenerierte Bilder den Zutritt zu diesen einschlägigen Internetforen verschaffen und damit die Täter leichter ermitteln. Es hat gedauert, aber unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. Die Bundesregierung hat unseren hier im Bundesrat mehrheitlich beschlossenen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf nach langen Diskussionen endlich aufgegriffen. Der Bundestag hat es fraktionsübergreifend beschlossen. Das ist ein großer Erfolg für diese bayerische Initiative, aber das Wichtigste, es ist ein großer Erfolg zum Schutz unserer Kinder. Denn eins muss klar sein, hinter jedem Bild, hinter jedem Video steht oft ein schwerer Fall von sexuellem Missbrauch. Der Staat musste hier handeln, der Staat musste diese Lücke schließen und der Staat handelt jetzt auch. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Dank.